Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt wollen wir uns hier einen kleinen Bunker angucken. Heute fahren wir mal von Deutschland, also von Fehmarn, von Puttgarden nach Dänemark, nach Rønby mit der Fähre. Und da wollte ich euch mal ein bisschen was zeigen, wie das hier aussieht mit dem Tunnelbau. Wir sind hier auf der dänischen Seite gerade angekommen, ihr seht es im Hintergrund. Wir sind hier auf der Backbordseite vom Schiff, also das ist die linke Seite. Ich zeige euch gleich auch nochmal die rechte Seite. Und auf der rechten Seite soll halt der Absenktunnel entstehen. Da werden halt die, ich sag mal, die Absenkelemente oder die Pontons gefertigt. Die werden halt über der Ostsee und dann werden sie halt abgesenkt, dann werden sie miteinander verbunden. Also der Tunnel geht von Rødby nach Puttgarden oder von Puttgarden nach Rødby. Dann kommt man hier vorne irgendwo raus. Dann wird schon ordentlich gearbeitet. Auf der anderen Seite natürlich auch, nur auf der anderen Seite sieht man es ein bisschen schlechter, weil das ein bisschen weiter weg ist. Aber ansonsten, so ein bisschen diesig das Wetter, aber naja. So, bleibt euch lang, kommen wir hier. Jo, gleich. Und das wird hier eine Entfernung von circa 18 Kilometer, wie gesagt, von Deutschland nach Dänemark sein. Und sind wir gerade hier auf dem Weg und wollen uns einen kleinen Bunker angucken. Der Bunker ist normalerweise dafür da, oder wir haben herausgefunden, dass der Bunker dafür da ist, dass da Sprengstoff gelagert wurde. Im Fall eines Angriffs, dass man mit dem Sprengstoff in dem Bunker, der dann im Bunker gelagert ist, die Firma Sundbrücke sprengen wollte. Und so wie wir halt rausgefunden haben, ist das wohl so eine 50-50 Chance, ob er auf ist oder nicht auf ist. Ist auch nur ein kleiner Bunker. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich melde mich gleich, wenn wir kurz vor dem Bunker sind. Weil der Baum, den wir hier gefunden haben, der sieht auch noch richtig geil aus. Da kann man schön Sachen drin verstecken. Vor allem jetzt auch so zu Ostern und so. Hier liegen auch noch ein paar Steine rum. Ja, ihr seht es, die Sonne kommt gerade raus. Machen wir so einen Schwenker hier rum. Da hinten sieht man auch da die Fehmarnsundbrücke. Wie es aussieht, ist das so ein kleiner oberirdischer Bunker. Das ist nämlich alles ein bisschen aufgehäuft hier. Ja, und hier ist der Bunker. Oh, wir haben Glück, der ist offen. Guckt euch mal die Tür an. Krass. Jetzt habe ich gerade die Taschenlampe mal rausgeholt. Gehen wir mal da rein. Ja, was soll das auch für ein großer Bunker sein, wenn da nur ein bisschen Sprengstoff gelagert wurde. Das war schon eine richtig schwere Tür. Guckt euch das mal an hier. Allein die Scharniere. Kann man hier dran noch drehen? Oder Licht mal anmachen. Mal hier die ganz alten Treppen, schaut euch die mal an. Das würde jetzt hier ein bisschen hallen. Da hatte ich ein altes Paddel. Na, viel ist hier nicht zu sehen. Sind zwei kleine Räume. Da liegt noch irgendwie so ein Schlauchboot oder so auf dem Boden. Aber die Türen sind im echt guten Zustand. Vor mir das Schloss. Sieht noch ziemlich neu aus. Und hier liegen nur irgendwie Planen drin, Blasebalg. Hat der Raum
2x2 Meter. Das ist ein Sonnenschirm. Planliegende um den Teppich. Machen wir in der zweiten Tür rein. Oh, immer ein kleiner süßer Raum. Ein Regal drin. Und eine Toilette. Das ist jetzt auch noch eine schwere Metalltür. Sag ich mal, wenn ich oben stehe. Ist aber richtig. Die kann man nicht mehr bewegen, die klemmt irgendwie unten. Das ist eine richtig schwere, krasse Metalltür. Ja, ist halt nur ein kleiner Bunker. Guckt euch mal hier den Schließer an. Es ist links und rechts reingegangen. Also, wenn man jetzt hier reingeht, auf der rechten Seite ist es reingegangen. Was das für ein Schließmechanismus ist. Das ganze Teil hier, wo ich jetzt mit der Taschenlampe einmal hochgehe, das hat sich richtig in den Türrahmen richtig verankert. Und auch die Bolzen, die hier drin waren. Guck mal die Taschenlampe mal an. Richtig massive Bolzen. So ist das halt gewesen, wenn man rausgegangen ist, oder? Jetzt haben wir hier noch so ein Schild gefunden von Josef Wolf. Eisen- und Metallwarenfabrik Betzdorf, Sieg. Bezeichnung, Baujahr. Baujahr 1965. Da ist auch noch so ein schwerer, guck mal, Finger, der ist so lang wie mein Finger fast, der Bolzen. Da ist auch noch ein schwerer Bolzen in der Tür. Der wird bestimmt unten. Unten wird dann auch noch ein Bolzen sein. Ja, da ist unten noch der Bolzen. In der rechten Seite sind drei Stück und oben ist einer. Also war das hier mit 5 Bolzen gesichert. Hier ist auch noch so ein Schließmechanismus. Hier muss auch noch eine Tür gewesen sein. 3 Stück. Ja, da war bestimmt auch noch eine Tür. Da oben sieht man schon ein bisschen die Bewehrung. Guck ich mal die Wand da oben. Das ist ja, weiß ich nicht, 1 Meter, 1,50 Meter. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen haben sollte und unserem verlängerten Wochenende-Ausflug, lasst doch gerne mal einen Daumen da, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, dass ihr auf dem Laufenden bleibt. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Tschüss und macht's gut.